dann schaue ich mal kurz da. Weil das wäre auch interessant. Hast du noch einen Befehlshaber, den. Oder ein ganzes Haus, was ich noch nicht angerührt habe. Was ist denn da denn los? So. Oh nein. Bewegung! Ah ja. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr ein feindliches Lager seid. Egal, dann steige ich halt ab und mache euch auf schöne Art und Weise nieder. Hallo! War lustig, wie die an die Tür durchgeht, ohne also, dass ich einen Schaden bekomme, ohne dass die Animation da ist. Sisyphus, du hättest Thanatos nicht erzürnen sollen. Was? Was für ein Sisyphus und Thanatos? Thanatos? Ich warte noch auf den zweiten. Ich hab dir ein Dolch ins Auge gekriegt. Ja, ich habe halt nur zweimal, dreimal, tausendmal gedrückt. Du bist tot. Er hat dann gesagt, ich bin ins Grab oder ich leg dich ins Grab. Habe ich nicht so ganz verstanden. Gift ist ja auch ein bisschen giftig. So. Schatz plündern, das mache ich doch gerne. Wo sind die Schätze hier? Da war er nicht. Du musst mir mal kurz helfen. Wo sind die Schätze? Da ist einer. Ach doch, da. Okay. Ach so, klein. Okay. So. Ist das? Ja, das war das. Grab des Sisyphus. Ah, deswegen hat sie das gesagt. Ah, okay. Alles klar. Jetzt macht das auch Sinn. Dann gehe ich mal ins Grab rein. Ich bin jetzt schon 25? Das geht ja jetzt schnell. Cool! Fähigkeiten. Hier.
Außerhalb von Konflikten bist du nahezu unsichtbar. Heimliche Bewegungen sind möglich, aber wenn du angreifst oder mit jemandem zusammenstößt, wirst du entdeckt. Adrenalin wird mit der Zeit verbraucht. Ah, okay. Anifflächen. Da ist jemand. Guten Tag, der Herr. Ich möchte Sie in die Seite küssen. Und Sie? Macht jetzt auch aber. Okay. Das hätte man natürlich auch Alter, was für. Okay. Okay, ich wollte schon sagen, das hätte man irgendwie friedlicher machen können, aber nein. Ich wollte das nicht fliegen. Kriegsstopp. Mega Kriegsstopp. Abgeschlossen, aber ist hier oben noch irgendwas? Nein. Gut. Die nächsten, die hier reinkommen, werden auch zu sich denken, okay, ich gehe da mal wieder. Böse, böse. Gut, also, dann würde ich mal sagen... Ich halt nicht checke, dass das ein Typ ist, ne? Eine Riesenstatue. Ich hatte die echt jetzt übersehen. Ja, wie cool ist die denn? Exe. Ist ja echt cool. Und da ist mein Pferd. Ich hatte die jetzt echt verpeilt. So, was ist denn hier? Was haben wir hier? Zu sehen. Lykios? Ah, das ist die eine Quest. Okay, okay. Und ich soll den, glaube ich, befreien, wenn mich nicht alles täuscht. Wie ich halt unter seinem Allerwertesten gekämpft habe. Es tut mir leid. So. Wer bist du? Ach, der betrachtet das. Ja, das. Ja, ja. Ja, ich sehe es auch gerade. Was. Bist du Künstler? Naja. Wieso habe ich eigentlich mein Pferd nicht genommen? Weil ich dachte, dass es nicht so lange braucht. Hätte ich mal mein Pferd genommen. Ich meine, wenn man schon ein Pferd hat. Altar des Kyklopen. Banditen entführt. Die stellen keine Fragen. Ich bleibe lieber unbemerkt. Ja, ich mag sowieso keinen. Nicht reden. So. Ich dart da mal mein Pfeifen, gell? Ja, ich weiß auch nicht. Schön. So, die restlichen mache ich mal mit dem Kettenangriff. Weil der doch so schön ist, so schick. Dazu kletter ich erstmal nach oben. Naja, okay. Dann kletter ich mal wieder nach unten. Entschuldigung. Jetzt hab ich dich. Ich wollte gerade. Nein, hier bin ich. Ich wollte gerade 4 drücken. Ja, das war ein bisschen. Das letzte Mal. Da ist dein Gap da. Genau. Ich hab mich gerade angerannt.
Der hatte gerade mein Kriegsding abgebrochen. Noch mal ins Auge. Ja. Gut. Oh, einen Bogen habe ich bekommen, aber einen schlechten. Na, schade. So, wer bist du denn? Bitte. Ich glaube, ich schaffe es nicht zu laufen. Bring mich einfach zum Hause meines Paters. Es steht im Hafen von Kenkreiai. Gut, kann ich währenddessen noch... Ja, warte, ich leg dich mal hier hin und loote noch mal ein bisschen. Aber dann, ich bin gleich da. Ich muss noch den anderen befreien. Die andere, Entschuldigung. Ist jemand da? Ja, ich bin da. Hilfe! Ja, akzeptiert. Oh, ich danke dir. Gerne. Schatz plündern. Also hier hängen ja schon total... Oh nein, ich habe gerade den Schatz gesehen. So. Okay, gut. Dann bringen wir dich mal zu deinem Papi. Alter, 465 Meter. Können wir den nicht auf unser Pferd tun? Das wäre mal cool. Aber mein Pferd ist ja nicht da. Na, Sperrgebiet. Zu Pferd ginge es schneller. Ja, ich weiß. Deswegen pfeife ich ja jetzt. Kann. Wo ist mein Pferd? Da unten. Ah, wie nice. Reiten cool. Wir los. Komm schon, komm. Ja, cool. Oh, deine Was armen wollten Rücken. Diese Banditen von dir? Sie komm. Sprachen davon, dass man ihnen etwas schuldet. Aber ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Du hast sie noch nie gesehen? Wenn ich es so bedenke, sie kam mir irgendwie bekannt vor. Eine Gruppe von Banditen sucht den Hafen, in dem ich aufwuchs, schon so lange heim, wie ich mich erinnern kann. Das wäre lustig, wenn der so ein bisschen gepresst klingt, weil er halt mit dem Bauch auf dem Hintern vom Pferd liegt. Wer hielt es wohl für eine gute Idee, Schiffe über Land zu transportieren? Gute Idee. Gute Frage. Das tut nämlich richtig weh. Ich habe das mal gemacht. Das ist richtig unangenehm. Aber das ist ja auch irgendwie klar. So. Hab das mit einer Schwertverletzung gemacht und dachte mir so, ja, nach dem Ritt lebt er sicher nicht mehr. Stimmt. Wie kommt man hier denn rein? Gibt's hier eine Tür? Hier. Ella. Komm schon. So, ein bisschen schneller. Ich meine, der wird es ja überlegen. Schon komisch, dass die Waffe nicht brennt gleich. So eine Gravur war teuer. Und ich. Weil es ist was natürlich nicht logisches. Du sagst da was. Ich meine, wir porteln uns aus der Zukunft in eine Assassine rein und machen Magic Damage und so und das ist nicht logisch. Und los. Hätte ich echt nicht gedacht. Oh, schön. Sowas liebe ich immer. Auch so da wären wir. Das kam mal. Das Haus meines Paars. Ja, das erzähle ich gleich. So, dann hebe ich dich mal runter. Schon schneller können. Warte, ich leg dich mal. Aber wo? Hier sind Kissen. Da sind Kissen. So. Also, hat meine bezaubernde Retterin einen Namen? Cassandra. Freut mich.
Ich bin Lykinos, berühmter Dichter aus Athen. Ich kam, um meinen lieben Pater und Bruder zu besuchen. Ah, wo wir gerade von ihm sprechen? Timotheos, ich bin daheim. Das ist die liebliche Kassandra. Sie hat mich auf dem Weg hierher gerettet. Die liebliche? Wo ist... Vater ist tot. Was? Er wurde vor ein paar Tagen getötet, von Banditen. Und das sagst du mir einfach so? Ich muss mich auf das Begräbnis vorbereiten. Du solltest das Gleiche tun. Für deine Dienste. Wenn du so hart bist, wie du aussiehst, könnte ich deine Hilfe bei etwas anderem brauchen, bevor du gehst. Ist denn das zu fassen? Ja, er war eiskalt. Dein Bruder traut auch. Ich bin mal friedlich. Wir trauern alle anders. Dein Bruder hat auch gerade seinen Vater verloren. Seit Timotheos aus dem Krieg zurückgekehrt ist, hat er sich verändert. Er hat für Athen gekämpft? Eine Weile, ja. Genau wie mein Pater. Inzwischen sind beide Fischer. Zumindest war mein Pater das. Gib ihm Zeit. Ich überlasse das Grübeln lieber Timotheos. Du bist ein Söldling, oder? Ich will Rache an den Mördern meines Paters nehmen. Floss denn nicht schon genug Blut für einen Tag? Deshalb heure ich einen Söldling an, um für mich zu kämpfen. Und mein Bruder meinte auch, dass er deine Hilfe brauchen könnte. Ja. Nun gut, ich bleibe und helfe. Wie soll ich die Banditen aufspüren, die Timotheos erwähnte? Ihr Versteck soll angeblich etwas westlich von hier im verfallenen Tempel des Zeus liegen. Ich sorge dafür, dass die Banditen für ihre Taten büßen. Timotheos, du sagtest, du könntest meine Hilfe brauchen? Mein Vater diente im Athener Militär. Er hat ein ordentliches Begräbnis mit allen Ehren in seiner Rüstung verdient. Doch diese Rüstung wurde unlängst aus unserem Haus gestohlen. Soll ich sie zurückholen? Nein. Mein Vater sah den Dieb nach der Tat aus der Stadt laufen. Aber der Händler sollte eine Athener-Rüstung haben. Sag ihm, es ist für Diokles Begräbnis. Sie waren Freunde. Ich hole die Rüstung für das Begräbnis. Hm. Sweet. So, 10.000 XP. Neue Quests angenommen? Ja, das habe ich. Machen wir zuerst die mit der Schmiede. Gut gekleidet hier. Militärisches Begräbnis. Wobei Blutopfer ist ja näher. Ja, dann machen wir zuerst das Blutopfer. Da drüben. So. Soll ich dir verraten, wie du den wunderbaren Skin kriegst, den ich auch hab? Was für ein Skin? Nee. Es wäre Backseat Gaming. Will ich nicht. Aber danke für den Vorschlag. Gut, dann radieren wir mal die kleinen Banditen da aus. Aus die Maus. Mein Olympia-Outfit. Achso, nee, danke. Na los! Das finde ich schon selbst. So. Gut, dann sagen wir guten Tag. Und... Alter, die Sonne. Wie nice. Ich muss vorsichtig sein. Mhm. Hier sind viele Wachen. Wo kam das gerade her? Ja, aus dem Gebüsch und da ist ein Vogel. Ein Vogel! Was?
Alles gut, alles gut. Ja. Ich meine, also warum laufen die Wachen hier an so Leichen rum? Das ist voll unlogisch. Also die Leichen würden sofort ins Grab gebracht werden, also ganz weit außerhalb. Weil die in der Antiken waren schon sich mehr bewusst, was so Seuchen und so weiter anging. Also waren da schon sehr viel besser. Oh mein Gott! Küss den Boden für mich. So. Der nächste, bitte. Töte sie, räche den Wolf. Wieso? Der Wolf hat angegriffen. Ich muss rausfinden, was das ist. Beziehungsweise ich töte ja auch die ganze Zeit Wölfe. So. Die werden halt so programmiert, leider. So, also, dann werde ich dich mal kurz und dich schießen. Und dann Ruhe betten. Und dich werde ich dann, ja, gleich auch pixen. Ach, ist das schön, diese so. Keine Ahnung, ist das normal, dass die einfach sind? Oder habe ich gerade einen Run? Run, boy, run. Bam, 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 bam. Ich muss die Rüstung für Timotheus abholen. Gut, Blutauf war akzeptiert und gemacht. Aufzeichnungen. So, Aufzeichnungen. Ah, hier sind Aufzeichnungen. Virginas Vater schuldete ihrem Anführer eine Menge Drachmen. Er heißt wohl Hypatos. Mhm, der Hypatos. Upsi. Entschuldigung. Heute ist schon sehr viel Blut geflossen, aber naja, manchmal muss man eben noch was tun. Ich bin gar nicht da. So. Ja, dann machen wir mal hier Monsterangriff. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und du bekommst ein ehrliches Duell. Naja, vielleicht auch nicht. Ja. Das hat gesessen. Ja, nice, das ist das toll. So. Okay. Dieser Vierer-Angriff mit den Heldenschlag zusammen. Danke, Sarah, für den Tipp. Ich glaube, ich hätte den sogar gar nicht genommen. Oder vielleicht viel später. So. Oh, da ist noch eine antike Tafel, die ich vergessen habe. Was los? So, ich zähme die Wölfe immer. Schände ihre Leichen, verfluche sie. Lol. Ja, da hat die Sarah ganz recht. Also, Raked ist. Es kommt nicht drauf an, was man darunter versteht. Also, Leichenschänden ist Leichenschänden und das ist. Einfach nur. Ja. Ich hätte sogar. Hi! Hätte sogar überlegt, es zu blocken.
Also, ein bisschen sensibler sein, bitte. Wer ist das eigentlich? Kenne ich den? Ist das der Fanatiker? Zeig dich mal. Ja, das ist der Fanatiker. Cool. Ja. Ja, wo bin ich? Hi. Und der Belohnung für deine für meine was, bitte was? Aua. Hast du mir gerade wehgetan? Das ist voll unfair. Das hat ein bisschen lange gedauert, bis sie das ausgeführt hat. So, warte, ich brauche ein bisschen mehr Platz. So, hier. Die Rüstung ist einfach nur gut. Die Rüstung ist einfach nur geil. So, sorry, Tobi, aber wenn ich nochmal sowas lese, dann ist das was. Ich will sowas nicht mal aus Spaß lesen. Ja, ja. Gut. Gut. Komm schon. Ah, du. Ella. Oh Mann. Jetzt bin ich extra hierhin gekommen, hier hingegangen, damit ich die Tafel noch finde. Und ich wollte jetzt schon wieder weg. Hier. Gut. Na los, los! Ja, warte, nicht so ein. Ja, nee, hab ich schon richtig verstanden. So, gut, also. Jetzt die nächste.